Honk! 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 Hallo, mal wieder. Alter, du nervst. Ja, ich habe gerade noch mal geguckt wegen der Benennung heute und einer der Inhaber einer neuen Lokation hat sich leider noch auf keinen Namen mit sich selbst einigen können. Zumindest hat er ihn nicht im Discord genannt. Und deswegen werde ich erstmal einen Proxy-Namen nehmen, also einen Namen, der erstmal so pro forma da ist. Ich guck mal, wie wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, zack, da. Ja, schon mal ein bisschen ausleuchten hier. Muss ja kein Unglück geschehen. Ja, dann können wir uns die hier schenken. Muss ja nicht. Immer schön sparsam sein. Halt mal. Falsch. Ich lasse die nochmal hier oben dran. Und dafür, damit das nicht popetrisch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt, ich wollte doch was machen. Und zwar hier so, auf der Mitte des Weges. Das ist doch der Weg, ne? Dieser Weg. Okay. Hier. Da kommt ein Soundtor hin, damit wir hier hinten auch ablegen können. Dann mache ich hier nochmal so eine kleine Ausbuchtung hin. So, zack und zack und zack. Ja, das ist die Formulierung eines großen Let's Players, den ich über alles verehre. Und ich weiß, dass es jemanden gibt, der ihn nicht abkann und der mich nicht abkann, weil ich ihn zu sehr daran erinnere, an diesen Let's Player. Habe ich so den Verdacht, warte mal, das bleibt. So, ja, Gehwegplatten, Druckplatten müssen hier noch rein. Ja, jetzt wird mir wahrscheinlich, nein, oh, guck dir das an, gerade passend. Aber davon, da wir davon noch ein paar brauchen werden, nicht nur ein paar, sondern einen ganzen Arsch voll, wird das nicht reichen, alles. So, zack. Und dann mache ich mal hier und da. Wie ist der Abstand dazwischen? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das geht. Oder warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch. Wie praktisch. Ja, aber trotzdem brauchen wir noch eine ganze Menge davon. Und ich hoffe, wir haben genügend Fichtenholz. Ansonsten haben wir, glaube ich, massig Fichtenholz. Ich hoffe, wir haben genügend Fichtenholz. Check. Haben wir. Wir haben auch noch Oakholz. Oaklocks. Halt. Die Oaklocks. Daraus können wir mal einen Stapel machen. Von diesem. Jenen. Fuck. Um so das Inventar zu spulen. Aber nein, 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 nein. Dann packe ich das hier halt mal eben wieder rein. Aus dem hier machen wir Stöcke. Weil das ist Billo-Holz. Und ich mag den Ausdruck Billo eigentlich nicht, weil das so ist irgendwie so ein bisschen Vollproll, ne? War ein guter Schlürfer und schöner scharfer Ingwertee. Hab übrigens festgestellt, scharf einatmen mit Ingwertee im Mund ist keine gute Idee, weil dann brennt er noch tausendfach mehr. Ach, ja. Und das kann dann durchaus schon mal unangenehm werden. Im Mündlein. Warum habe ich jetzt 264er Fichtenholz am Start? Das kannst du mir auch nicht sagen. Da werden wir mal was gegen tun, weil das muss nun wirklich nicht sein. Ja, Chaos pur. Oh, ich habe ja auch noch Tintensäcke. Die können wir ja mal kurz hier... Oh, da sind ja schon ein paar. Ja, wann mache ich denn jetzt dann die erste Benennung? Mir kommt es jetzt irgendwie noch ein bisschen früh vor. Vor allen Dingen, ich will ja erstmal ein bisschen was fertig kriegen. Warum renne ich die ganze Zeit hin und her? Das kannst du mir auch nicht sagen. Ich brauche einen neuen Kaffee. Ja. Ich bin echt geschafft. So. Weil momentan auch keine einfache Zeit. Das habe ich ja auch schon mal erzählt.
Die arbeiten wir den Arsch ab für nichts. Oh, wir haben sogar noch billigeres Holz. Na, super. Dann. Ich mach mal eine volle Ladung Fichtenzäune. Wir werden davon sicherlich noch eine 500.000 brauchen. 48 dürften da gerade so ein Anfang sein. Ja, dann die Stöcke hier wieder raus. Warte mal, man könnte auch noch, habe ich jetzt tatsächlich schon die ganzen Bretter verbraucht, ist ja ein Ding. Also zumindest zwei Tore, weiß ich jetzt schon, dass ich die brauche. Halt die Schnauze. So, und dann brauchen wir noch, das habe ich auch mich gerade dran erinnert, noch mindestens drei Fichtenholzdruckplatten. Haben wir wahrscheinlich noch, halt mal. Nicht, dass ich mich darüber ärgere, dass die da die ganze Zeit drinnen liegen. Das kann nämlich durchaus mal passieren. Ne, das sind Spruce Trapdoors. Wo habe ich die denn bloß her? Ja, von den abgerissenen Häusern. Ja. Und ich weiß, dass der eine oder andere den Verzierungen dieser Art nachtrauert. Aber das ist mir mal wurscht. Egal. So, dann nochmal das. Heute hatte ich jemanden, der mein Drakensang-Let's Play geschaut hat und fand, dass meine Facecam zu groß ist. Ja, es gibt für jeden Fall, wo jemand meckern kann, mindestens einen, der es tut. Das war klar. Aber warum sitzen hier eigentlich die Fackeln auf dem Boden und nicht oben? Das können die doch jetzt eigentlich. Ja, dann mach mal. Denn das ist einigermaßen wenig Pro-Gaming. Und, ich bin ja ein Pro-Gamer. 3, 3, 4. Das ist auf die vierte Ebene. So. Und dann hier. Und dann hier. Also eigentlich überall, wo kann. Dann können wir ziemlich sicher gehen, dass da wirklich nichts spawnt. Ich glaube hier in der Mitte. Ja, hier so noch eine. Werden spätestens, ach ja, die Trapdoors, nicht Trapdoors, diese Druckplatten sind ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite machen sie halt die Tür zu und schützen einen davor. Vögelchen, kannst du mal aus dem Weg gehen? Ich will dir wirklich keiner auf die Fresse hauen, aber das kann schon mal passieren. So. Gleichermaßen. Naja, jetzt wird das Ganze hier ad absurdum geführt. Da könnte noch einer dran. Ja, später werden wir das wahrscheinlich dann alles mal durch The Real Thing ersetzen. Also durch Laternen. Oder auch durch Froglights. Ich frage mich, wie man die hinkriegen soll. Ehrlich, also. Ach so, ja, wir brauchen noch mehr Druckplatten, wisst ihr das? Ah, nee, bloß nicht. Sonst gehen die Dorfbewohner nämlich auf Wanderschaft. Das ist nicht gut. Das sollen ja unsere Türen sein, damit wir. Und ich glaube nicht, dass wenn wir übers Wasser kommen, dass uns irgendein schneller Mops hinterherkommt, der uns dann auf der Stelle abschlachtet. Also höchstens die Ertrunkenen. Und die sind ja nun für ihre Schnelligkeit nicht gerade bekannt, außer im Wasser. Jo. So, dann beleuchten wir den Kram hier auch mal. Ja, und eigentlich müsste ich noch mal in eine Skizze gucken, wie ich die Fischerhütte gebaut habe. Oder ich baue sie einfach aus dem Gedächtnis. 3, 4, 5, 6. Aber darin bin ich nicht gut. Ich bin nicht in allem gut. In fast allem. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm. Gönn dir. Ja, so sieht das wenigstens nicht popetrisch aus. So, dann, ach, ich habe was vergessen. Nämlich, warte. Ja, natürlich hier. Selbstverständlich.
Warum habe ich denn keine Axt im Schritt? Was? Gut. Dankeschön. Mach dich weiter, lächerlich, Vögelchen. Siehst du, ich nenne mich auch Vögelchen. Man muss gar nicht aus meiner Gnade gefallen sein, um Vogel genannt zu werden. Das kann auch mal ganz anders passieren. So, dann. 2, 3, 4. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Zack. Ja, diesmal schon so. Und wir können auch nochmal hier. Licht kann man nie genug haben. Doch, man kann es übertreiben. Ja, das sagst du. Die hier halte ich jetzt aber für hässlich und die kommen weg. Da. Ja, das sieht jetzt hier noch ziemlich kahl aus und du wirst jetzt wahrscheinlich dich fragen, wie soll das denn jemals schöner aussehen? Hm, warte es ab. So. Ich möchte auch heute gerne oben am Arkan-Institut des Hafendorfes ein klein wenig skizzieren, damit es auch dort mal weitergeht. Jojo. Weißt du was? Mir fällt da gerade was. Also so soll das auf jeden Fall dann hier auch werden. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier vorne auch noch eine. Ich denke mal, hier können wir noch einen Zaun dran basteln. Und dann holen wir uns mal Dreck. Und es ist total unprofessionell, Sperren mit Dreck zu skizzieren. Da haut man natürlich gleich Zäune dran. Ist klar. Also es gibt Leute, die das sagen, dass man da sofort Zäune dran hauen soll, weil alles andere ist unprofessionell. Wir sind ja alle professionelle Minecraft-Spieler. Profession ist ein Beruf. Und ich bin weit davon entfernt und ich glaube auch nicht, dass es jemals passieren wird, dass Minecraft mein Beruf wird. Das können nur großartige Charaktere. Der größte Let's Player Deutschlands, der Welt überhaupt, nämlich der gute Gronkh, der liebe Gronkh. Mir wurde ja zugetragen, dass da wirklich von einer bestimmten Person eine solche Wut besteht auf diesem Let's Player, aus Gründen, die der Wut auf mich ziemlich ähneln bis identisch sind. Ich finde Gronkh immer noch gut. Hab gerade letztens bei ihm Raft geguckt. Schönes Let's Play, was er da gemacht hat. Mit Tobi zusammen. Also nicht mit meinem Tobi, mit unserem Tobi. Meinem Tobi. Entschuldigung, Tobi. Du gehörst mir doch nicht. Nein. Nein, würde ich doch niemals drauf kommen. Aber ich mag den Tobi, weil er ist ein Chaot, genau wie ich. Er ist ein echter Chaos-Lord. Er übertrifft mich quasi noch im Chaos-Lord sein. Das hat er sehr bewiesen in unserem gemeinsamen Minecraft-Let's Play, als wir in einer Bastionsruine waren. Und ja, da eine gewisse Rettungsaktion stattfinden musste, unter anderem. Ja, eigentlich den initialen Startschuss für die Rettungsaktion hat eine Aktion des lieben Herrn Kittenkurmler. Des lieben Herrn Kittenkurmlers. Es gibt allerdings auch keinen bösen Herrn Kittenkurmler. Nein, gibt es nicht. Also den Startschuss und den Grund für die Rettungsaktion hat eine Aktion des lieben Herrn Kittenkurmler geliefert. Aber Tobi hat dann dafür gesorgt, dass es endgültig derailed ist, das Ganze. Und als wir dann gerade dabei waren, irgendwie die ganze Geschichte auf die Reihe zu kriegen und das dann auch geschafft haben, da hat der Tobi gezeigt, dass er ein echter Chaos-Lord ist und Sir, I salute you. Ich weiß, das war die falsche Hand. Das mache ich immer, weil ich bin Linkshänder. Ja. Jetzt wissen einige Leute schon wieder ein bisschen mehr über mich. Und man hat mir ja gesagt, ich soll aufpassen, ne? Nicht alle meinen es gut mit dir. Ach, wirklich? Ich dachte, alle lieben mich. Alle fallen vor mir auf die Knie und sagen, großartiger Let's Player und super sympathischer Kerl. Habe ich so gedacht? Ja. Ich packe hier auch nochmal rein, weil ich weiß nicht. Ja, der Rest ist schon zugewachsen. Hätte gar nicht sein müssen.
Jetzt machen wir hier vorne noch den Weg. Eine Runde. Helium. Haben wir denn noch? Dorfbewohner, wenn du mich nochmal schiebst, dann schiebe ich dich zurück in die Steinzeit. Ah, ich habe noch eine Sache, die gemacht werden muss. Also, dieser Punkt muss fertig gemacht werden, ehe wir die Benennung machen. Die Benennungen. Also erstmal die erste Benennung. Die wird einigermaßen in der Nähe stattfinden. Und da weiß ich auch den Namen. Und dann müssen wir eine kleine Reise machen zu einer Lokation, die wir nicht, naja, wir können sie vom Fernsehen, wir können sie vom Fernsehen, weil ansonsten müsste ich mich in unnötige Action stürzen. Sag mal, gibt es eigentlich, das würde mich interessieren, Entschuldigung, ich bin chaotisch und ich stehe dazu. Ich mal sehen. Ah, guck mal. Wie viel brauchen wir denn davon für eine bestimmte Sache? 1, 2, das dreimal. Das heißt 6. Wir brauchen 6, aber nicht wirklich 6, sondern wir brauchen 12. Oh, wie schade. Ich hatte schon gedacht, wir bräuchten nur 6. Aber das ist gut, denn schaut mal, wenn wir dreimal klicken. Wie wunderschön. Was findet er jetzt daran so gut? Ja, ich mag es, wenn Dinge aufgehen. So. So ist das nämlich auch so ein ganz klein wenig. Ui, das war ein Rülpser. So ist das auch so ein ganz klein wenig. Wie soll man sagen? Da müssen wir auch dann ja in der Mitte machen, ne? Also der Boden kommt komplett. Ja, ich weiß, das macht man normalerweise so, dass man da Dinge durcheinander setzt, wild durcheinander setzt, damit da eine gewisse Natürlichkeit reinkommt. Ich hasse Natur. Fick dich mit deiner Natur. Das wird einigermaßen intensiv. Ich müsste nämlich hier auch die Seitenteile austauschen, weil... Obwohl, komm, lass das mal. Nö, ich halte nichts davon, diese Sache zu machen mit diesen Patch-Flicken. Ich weiß, mein geliebter Gronkh hat das auch gemacht, dass er da halt, er hat auch dann so irgendwie so Gravel, nur ein paar Stücke irgendwie so in den Boden gedrückt. Aber ich mag es quadratisch praktisch gut und künstlich. Oha, ich weiß, wenn ich das noch etwas länger lasse, werden die Doofies keinen Moment auslassen, da durchzufallen. Wetten das? Wenn ich wette, dann passiert es nicht. Ja, die Platten, die lasse ich jetzt mal Platten sein. Ja. Gut. Das ist mal gar nicht gut. Schaufel brauchen wir jetzt mal nicht. Also kommt das da wieder rein. Ach, wie lange ist das her, dass wir das hier gebaut haben? Ich habe neulich gerade geguckt, ich habe vorhin gerade geguckt, als ich habe nämlich irgendwie meine Screenshots verloren. Ich habe vor Ewigkeiten da oben am Arcane-Institut in Creative alles zu Ende gebaut. Und da hatte ich Screenshots von gemacht, damit ich das nächste Mal das nachbauen könnte. Ja, und die Screenshots sind mir irgendwie abhanden gekommen. So, wie sieht das jetzt aus? Das sieht alles sehr, sehr schön aus, finde ich. Ob ich das hier so lasse? Ich glaube, das fülle ich auf. Dann hatte ich noch was vor. Mal gucken. Vielleicht können wir da auch gleich mal die paar Platten retten, die hier runtergefallen sind. Na, Opi? Was? Opi. So, gut. Dann will ich das hier abgraben. Denn das soll hier auch nicht so bleiben. Gut. Keine Mossis. Doch, wir haben noch Mossis. Wir haben hier auch noch Mossis. Das ist schön. Nö, die brauche ich dann aber auch eigentlich nicht. Fragst dich jetzt was? Ja. Wirst du sehen. Na, Opi. Ich frage mich, warum die Opelfritzen hier alle im Hafenbecken stehen. Guck mal da unten. Geil, ne? Dass sie das überhaupt können. Aber naja, die brauchen keinen Sauerstoff.